Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit Diablo Immortal und wie versprochen nehme ich einige Videos im Voraus auf, weil ich aktuell im Urlaub bin und ich muss sagen, dieses Spiel ist extrem cool, es macht sehr viel Spaß. Wir gehen jetzt in dieses Ältestenportal rein und machen da so eine Gruppenquest, I don't know, werden wir gleich gemeinsam herausfinden. Ich wollte sagen, ich bin mittlerweile Stufe 22 und habe neue Skills, unter anderem einen, bei dem ich ein Pferd rufen kann und der ist ziemlich nice. Und ich habe gecheckt, dass wir nicht irgendwie Tränke kaufen müssen oder so, sondern dass wir immer drei haben und die sich dann nach der Zeit aufladen. Habe ich beim Schneiden des Videos gemerkt und es gibt eine Einstellung, dass man sogar die Gegenstände nicht aufheben muss, sondern alles automatisch aufgehoben wird, also das ist auch ziemlich nice. Wait. Wieso sind die denn so viel stärker als ich? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Gehe ich jetzt in einen Dungeon rein, wo ich direkt sterbe? Das wurde mir hier vorgeschlagen und ich dachte, das wäre vielleicht ganz nice für das Video. So, brechen wir erstmal ab. Das Gruppensuchen ist hier echt ziemlich nice und easy. Ne, die sind so auf meinem Level, I don't know. Ich zeig mal, das ist die Pferdattacke. Mega nice, gefällt mir. Wir ziehen die dann so an uns und sind auch viel schneller. Und wenn wir davor irgendwie langsamer waren durch irgendwie so einen Debuff vom Gegner, dann ist das entfernt. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal angestellt, dass ich alles automatisch aufhebe. Das ist schon ziemlich nice. Hier haben wir ja den Skill, den wir letzte Folge freigeschaltet haben, dass ich so, naja, so ein Mini-AOE mache, auf die Gegner drauf springe. Ziemlich nice. Ich sehe hier gerade gar keine Gegner, weil unsere Dudes irgendwie so krass sind. Aber ja, mit dem Pferd macht es richtig Spaß oder, also der Skill macht Spaß irgendwie, I don't know, ist schon ziemlich nice. Also allgemein, das Spiel macht mir aktuell extrem viel Spaß. Ich werde mal einfach mal ein bisschen healen. Achso, hier sind noch Gegner. Muss mich noch immer dran gewöhnen, dass ich den Attack-Knopf einfach gedrückt halten kann. Skills spamme ich mittlerweile eigentlich schon die ganze Zeit. Ist noch so ein bisschen Eingewöhnungsphase. Ist auch aktuell erst der zweite Tag, an dem ich das Spiel spiele. Oh Gott, hier will ich raus. Oder bufft da einer von uns? Ich habe noch nie mit so einer erfahrenen Gruppe gespielt. Ich habe bisher erst einmal mit einer Gruppe gespielt. Und das waren halt welche, die waren ein Level unter mir. Naja, aber ansonsten ist das halt das Matching mega easy und ziemlich gut gemacht, also auch für Leute, die keine Freunde haben, also das klingt irgendwie sad, für Leute, die keinen kennen, der das Spiel spielt, die finden relativ schnell eine Gruppe und ich musste noch nie lange warten und selbst wenn man auf der Map so unterwegs ist und da ist so ein Ereignis oder so, dann wird direkt vorgeschlagen, Spieler X in der Nähe macht wahrscheinlich die gleiche Aufgabe, wollt ihr in eine Gruppe gehen, also ist ziemlich cool gemacht. Ja, habe bisher eigentlich nichts Negatives feststellen können und von Leuten, die dieses Spiel auch spielen, habe ich bisher auch nur Positives gehört. Die meisten freuen sich natürlich auf so ein richtiges Diablo, das dann vielleicht irgendwann kommen wird, keine Ahnung, da weiß ich nicht viel von. Aber ich muss sagen, als Mobile-Port finde ich das ziemlich cool. Also die Version ist sehr gut geglückt und ich muss sagen, wenn ich mir so andere Mobile Games anschaue, vor allem einige, die ich in letzter Zeit getestet habe, da kommen übrigens jetzt die nächsten Tage noch so ein paar Spiele, da ist das hier definitiv das Hochwertigste. Und ich finde, die haben das richtig gut gelöst. Also alles hier, muss ich sagen. Also das Matchmaking, das Kämpfen, das ist alles extrem nice. Übrigens, wenn ich auf dem Pferd bin, kann ich nicht eine andere Fähigkeit einsetzen, sonst bricht das ab, dass ich auf dem Pferd sitze. Aber das wäre auch ein bisschen zu überpowered, wenn ich auf dem Pferd sitzen kann. Oh, ich sollte mal ein paar Skills einsetzen. Wenn ich auf dem Pferd sitzen kann, schneller bin, drauf haue, die Gegner so an mich ziehe mit der Kette und dann noch andere Skills machen kann, das wäre irgendwie ein bisschen übel. Wo ist dieser Fetti, den wir da angreifen? Hab den gar nicht gesehen. Da an der Säule. Naja, also mega nice dieses Game. Und was ist das für ein weißer Balken? Ist das ein Buff von einem von uns? Wahrscheinlich. Ich meine 45, 33, 39. Ich bin hier richtiges Baby in der Gruppe. I don't know, ob ich überhaupt ein bisschen helfen kann. Ob die mich überhaupt brauchen. Das sieht so cool aus. Auch die Gegner. Alles ist richtig gut gemacht. Also bisher, wie gesagt, bin einfach total begeistert. Und es macht Spaß. Das Grinden macht Spaß. Man muss ja auch nicht extrem viel an einem Tag spielen. Also die Dungeons sind relativ kurz. Wir sehen es ja jetzt in diesem Video, wie lange wir hierfür brauchen. Ich meine, okay, wir haben ein paar krasse jetzt hier in meiner Gruppe dabei. Ich weiß gar nicht, warum die dieses Dungeon machen, weil die Gegner sind halt 22. Ob denen das gutes Loot bringt? I don't know.
So, ich habe es gerade mal aus Versehen abgebrochen. Da habt ihr es gesehen, wenn ich das Pferd aktiviert habe und dann einen anderen Skill mache, dann steige ich sofort ab. Sad, sad. Ja, aber also hier kann man auch ganz schnell mal ein paar Dungeons machen oder einfach ein paar Mobs besiegen. Und in der letzten Folge haben wir gesehen, es gibt so eine extra Belohnung, wenn man das erste Monster des Tages besiegt. Und es ist wirklich nur eins, ja. Also selbst wenn man keine Zeit an einem Tag hat, so ein Monster besiegen dauert 5 Sekunden oder so, I don't know. Also dann könnte man zumindest das machen. Das ist auch ziemlich gut gelöst. Wie es mit anderen Ereignissen, Events etc. aussieht, das wird die Zukunft zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier einige Sachen gibt, die man, naja, bevorzugt bekommt, wenn man Geld ausgibt. Wir haben es ja gesehen mit diesen Steinen oder Kristallen oder wie auch immer. Weiß nicht, wie die heißen. Gucken wir uns zum Schluss nochmal an. Vor allem was Waffen, Upgrades etc. betrifft. Ja, klar. Wenn man Geld ausgibt, geht das alles schneller und einfacher und ist wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, einfacher, man muss dann nicht so viel farmen etc., aber hey, aktuell sieht es so aus, als könnte ich als Free-to-Play-Spieler ganz gut vorankommen, beziehungsweise, was heißt gut vorankommen, ich kann es ja absolut noch gar nicht einschätzen, aber es wirkt aktuell so, als hätte ich jetzt keinen großen Nachteil, vor allem, wenn ich jetzt nicht so komplett PvP oder so spiele, also es macht einfach Spaß aktuell. Und es ist nice. So, wir sind beim Dungeon, glaube ich, schon durch. Ereignis abgeschlossen. So, nee, Stufe 23. So, wir gucken mal, was wir für neuen Stuff haben. Hab hier einmal diese legendäre Hose. Ich nenne jetzt gelb einfach legendär, weil das in anderen Spielen auch so ist. Hier haben wir Attribute. Wir haben 3 Beharrlichkeit und 2 Stärke. Und das ist das, was wir auch in der letzten Folge gesehen haben. Hier sehen wir eben die Attribute, wenn wir auf dieses kleine, ja, Männchen hier klicken. So, und dann gibt es natürlich auch noch Sockel und durch die Aufwertung haben wir dann auch noch einen Boost bekommen und jetzt gibt es hier noch einen magischen Extra-Effekt Schaden beim Bewegen, 4,5% verringert. Ja, also das Aufwerten funktioniert, indem wir halt Rüstungen beim Schmied einschmelzen oder kaputt machen, das machen wir jetzt gleich und dann können wir die Teile halt verwenden, um Waffen abzugraden. Ich zeig mal gleich, wie das geht. So, wir schauen uns erstmal das hier an, 5 Vitalität, bringt uns mehr Schaden. Legen wir das mal an. Dann haben wir das hier. Das bringt uns, macht weniger Schaden, gibt mehr Vitalität und hat mehr Punkte. Ich glaube, ich nehme das hier. So, dann haben wir eine neue Ausrüstung. Wobei, da haben wir irgendwas Negatives bekommen. Die Vitalität ging ein bisschen zurück, aber ist okay. Das hier ist deutlich besser. Wie sieht es mit den Stiefeln aus? Ja, da ist hier das besser. Okay, die anderen können wir eigentlich zerstören. So, dafür gehen wir jetzt zu dem Schmied und dann können wir hier das kaputt machen. Dann bekommen wir eben diese Teile und wir bekommen hier sogar einmal magischen Staub. Okay. Sehr gut. So, jetzt können wir rausgehen. Wir haben alles eingesammelt, oder? Ja, sieht danach aus. So, unser Team ist schon komplett woanders. Ab durchs Portal. Zum Rakisplatz. Ich gehe einfach mal hier verlassen. Also, wir haben gesehen, es hat jetzt weniger als 9 Minuten gedauert, also easy. Hier können wir irgendwas abschließen. Da wollte ich gar nicht drauf drücken. Hier ist irgendwas verfügbar. Geld, ja. Das kaufe ich nicht. Also Geld brauche ich dafür. So, hier wollte ich auf die Errungenschaft klicken. Hier haben wir was bekommen. Okay. Tja, wir wollten jetzt einmal zum Schmied gehen, dann zeige ich noch das Aufwerten. Wir sind beim Schmied angekommen, jetzt können wir upgraden. Dafür klicken wir auf Aufwerten, dann auf die Hose beispielsweise und jetzt sehen wir, was das hier kostet. Einmal 175 von den Schrottmaterialien und 10 von diesem magischen Staub. Der ist seltener und das Ganze ist auch, ja, teuer. Wir haben halt nur 36.000 und das kostet schon 6.500. Ich mache es jetzt einmal für dieses Video. Ich weiß nicht, ob diese Hose überhaupt so besonders ist, aber komm, ich mache das einmal. So, wir müssen jetzt nochmal ins Ältestenportal. Diesmal haben wir aber eine legendäre Rune, beziehungsweise, das heißt hier Emblem, ein legendäres Emblem eingesetzt. Das ist das hier. Und jetzt brauche ich nochmal eine neue Gruppe. Alright, ab geht's. Ist aber auch mal cool, die Skills von den anderen zu sehen. Es ist ein schönes Gemetzel voller Effekte und es sieht richtig gut aus. Und es macht einfach Spaß, hier zu grinden.
Vor allem, wenn das mit den Gruppensuchen so einfach ist, das ist halt mega nice. Das hat mich bei allen anderen MMOs, die ich früher gespielt habe, ist aber auch schon einige Jahre her, so extrem gestört, dass man teilweise halt 15, 20 Minuten auf eine Gruppe warten musste. Dann waren das manchmal Bobs oder dann sind die einfach nicht gekommen und es, ja, I don't know, dann waren die plötzlich AFK, wenn die in der Gruppe waren. Und hier ist die Gruppensuche so einfach und so gut, also das ist echt schon richtig cool. Und ich glaube, es war wirklich eine gute Wahl, dass ich hier meine Kreuzritterin gespielt habe oder ausgewählt habe. Weil ich wüsste nicht, wie ich als Dämonenkriegerin hier agieren würde, ob ich ansatzweise so, ja, so viel aushalten würde oder ob ich die ganze Zeit sterben würde. Weil aktuell ist das Spiel halt für mich null schwierig. Ich hatte noch keinerlei Probleme, auch nicht bei Bossen. Wir haben ja den Heal-Trank zur Not. Und Bosse allein zu besiegen hat bisher auch ziemlich gut geklappt. Natürlich nicht so ein Dungeon, aber so normale Bosse habe ich schon allein bekämpft. Und das war, hat zwar ein bisschen gedauert, aber macht Spaß. Und soll ja auch irgendwie so eine kleine Herausforderung sein. Es ist aber nicht so frustrierend, dass ich die ganze Zeit sterben würde oder so. Das wäre dann natürlich ein bisschen sad. Also so weit ist es noch nie gekommen. Vielleicht, wie gesagt, liegt es eben an der Kreuzritterin, dass die allgemein einfach easy zu spielen ist. Aber ich freue mich auch schon auf die neuen Funktionen, die ich bald freischalte. Ich werde jetzt mit der Story weitermachen. Und dann werde ich morgen noch einen letzten Part aufnehmen. Das ist der letzte Tag, den ich zu Hause bin. Und ihr seht das Video dann in ein, zwei Wochen. I don't know. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann werden auf jeden Fall weitere Parts kommen. Und in der Zwischenzeit habe ich wahrscheinlich einiges gespielt. Das heißt, dann werde ich wahrscheinlich viel stärker sein etc. und zeige dann die anderen Modi und so weiter. Aber was ich bisher sehe, macht es einfach mega fun und ist einfach nice. So, ich will auf jeden Fall nichts hier liegen lassen, das würde ich alles einsammeln. Das wäre einfach viel zu schade. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel bisher findet. Und welche Klasse ihr gewählt habt und wie ihr damit zurechtkommt. Ich lese mir das alles durch im Urlaub und bin gespannt, was ihr so habt. Habe auf jeden Fall schon gelesen, dass es noch einige Funktionen gibt, auf die ich sehr gespannt bin. Und es gibt auch, oh Gott, damn. Okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen aufpassen. Holy shit. Es gibt irgendwie so Kopfgeldjagd oder so. Ob das so heißt, weiß ich nicht. Oder so Aufträge, I don't know. Das klang ziemlich nice. Ich hole mir die Heilkugel da oben. Oh Gott. Also das war gerade ein bisschen scary. Also schon ein bisschen auf die AP achten, Markus. Das wäre schon ziemlich sinnvoll. Ist zwar nur ein Zwischenboss, aber der schien ziemlich stark zu sein. Oder war das der Endboss? I don't know. Na, wahrscheinlich nur ein Zwischenboss, oder? Ja, nur ein Zwischenboss. Oder? Endboss? Endboss. Okay, das war der Endboss. Ich habe halt nicht gecheckt, dass wir schon durch sind. Das ging halt mega schnell. So, schauen wir mal in unserem Inventar. Gegenstand wählen und tippen, um Edelstein auszuwählen. Dann können wir jetzt hier unseren Edelstein reinlegen. Das ist ein Blitzkern. Erhöht die Resonanz um 30 plus 12 Kampfwertung. Eure Primärangriffe und Bewegung laden euch mit Elektrizität auf. Bei voller Aufladung setzt euer nächster Primärangriff einen Kettenblitz frei. Der Gegner in der Nähe 90% Basisschaden plus 1134 zufügt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 20 Sekunden auftreten. Nice. Okay, das haben wir halt bekommen, weil wir wegen dieser Quest eben dieses, ich habe schon wieder den Namen vergessen, das Emblem oder so bekommen haben. I don't know. Okay, was haben wir denn hier? Die Waffe bringt uns mehr Schaden, ein bisschen, naja, Vitalität geht verloren, Willensstärke kommt dazu, nehme ich. Dann hier sieht besser aus, die sieht aber dann nochmal besser aus. Hier haben wir 52, 50, 47, nehmen wir das hier. Sieht alles sehr gut aus. Okay, jetzt haben wir hier diesen legendären Sockel, der Blitzkern. Nice, also ich kann mir vorstellen, das könnte schwierig werden, ja. Aber, I don't know. Also, schwierig werden für Free-to-Play-Spieler, wenn man schnell stark werden will und die Waffen upgraden etc. Das könnte problematisch werden, aber ansonsten mega nice. Das ist halt ein Grinding-Spiel. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich liebe es, macht mega Fun. Schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr für eine Klasse spielt und wie ihr das Spiel aktuell findet.
ich finde es bisher richtig, richtig, richtig gut. Und es macht einfach Spaß. Es macht Spaß. Mir ist egal, ob andere, die Geld ausgeben, vielleicht schneller besser werden. Ist mir egal. Es macht Spaß. Und das ist so das Wichtigste. Ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.